So, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Wochenendprogramm. Diesmal allerdings jetzt ohne Webcam. Es ist einfach, ich sag mal, ich möchte keinem momentan meinen Zustand zumuten und ach, ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust gehabt, die Webcam noch anzuschließen und dann irgendwie hier mich irgendwie ordentlich hinzusetzen oder sowas, sondern ich gammel jetzt hier einfach so ein bisschen rum, vegetiere so ein bisschen vor mich hin in meinem Krankenlager und hoffe, dass ich das Ganze bald überstanden habe, wobei, naja, frühestens Montag soll es wohl dank den Tabletten besser werden, also yay. Warten wir mal ab, was da passiert. Na, noch schlimmer kann, ja doch klar, die Entzündung, die, wenn die nicht behandelt wird, dann könnte es noch schlimmer werden, aber es wird ja schon. Und das funktioniert ja alles. Was mich so ein bisschen fasziniert ist, dass unsere Bewohner nie schlafen gehen, ne? Also da vorne die Lungen die ganze Nacht am Lagerfeuer rum, machen eine Party hart. Und wir, ne, wir sind hier immer derjenige, der Schlaf braucht, wobei bräuchten wir ja rein theoretisch auch nicht. Na doch, die Ausdauer ist irgendwann weg. Alles okay, Schnitte, wir gehen schon. Ich hole ein Fleisch. Du bleib in hier hüten, Kinder. Ja, Klischees. So, müssen wir mal gucken, wo sollen wir denn hin? Wir sollen wieder zu ihm. Ach ja, wir sollen jetzt diesen das Dings da platt machen. Das Viech. Wie war das denn jetzt mit der Eule? Ach ja, das gedrückt halten. Halt, da war was? Ja, guck mal, da ist einer. Ist das krass. Aber. Nein, verdammt. Eigentlich sollte er mir noch anzeigen, wie es mit der Eule geht. Achso. Die Eule kann hier nicht gerufen werden. Da, guck mal. Ach, oder ist das nur eine Pflanze? Nee, nee. Der steht direkt da. Was bist denn du für einer? Smarkaka. Ha? Yaraguarpati kalha. Tasa winja. Yaguarha guasha. Palutis warhash. Ist das so? Hm. Na, vielleicht ist er rot markiert, weil er hier irgendwie derjenige ist, der die Viecher, der die Stadtmauer beschützt, irgendwie so. Komisch ist es auf jeden Fall und gibt mir ein bisschen zu denken. Aber gut, okay. Nehmen wir das einfach so hin. Ich finde das immer noch so krass. Also das ist echt schon ganz cool, dass man hier praktisch jetzt so survivalmäßig unterwegs ist und wirklich halt so das untere Glied der Nahrungskette ist, ne? Ist echt schon heftig. Das ist irgendeiner von diesen Hirschen, ne? Also man muss auch wirklich lernen, wie ein Tier klingt dann hier. Also finde ich zumindest nach und nach bei dem Spiel, ne? Dass man halt weiß, okay, das ist jetzt das und das Viech gewesen, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen. Das rennt schon weg. Rennt das jetzt auch weg? Wir schleichen ja eigentlich an, aber. Ah. Entweder hat es uns auch gewittert oder. Oh, was ist denn da? Hm. Da ist irgendwas zum Abbauen, aber es geht wahrscheinlich erst später. Oh nein, geht ja jetzt schon, stimmt. Können wir ja schon zerschlagen. Suchen, ah. Hm, sehr schön. Ich bin lieber so mit Pfeil und Bogen, ne? Ich bin lieber so der Fernkämpfer. Bin ich aber bei den meisten. Also gerade mit Pfeil und Bogen spiele ich unheimlich gerne, wenn ich da die Möglichkeit habe in manchen Spielen.
Das ist, glaube ich, Schiefer, ne? Ich nehme das hier noch mit. Müssen wir ja selber Pfeile noch machen können. Bin ja ganz froh, dass wir noch nicht down gegangen sind. Ich frage mich, was dann passiert. Ob wir dann praktisch vom Schamanen wiederbelebt werden? Oh, die Pflanze sieht ja gut aus. Können wir die... Rautblatt. Ja, du musst auch ganz genau hingucken, ne? So nach dem Motto, was ist da? Was ist das? Und hinhorchen. Ach, schon geil. Mir ist jetzt die Tage was passiert, und zwar nach jetzt... Oh, ich habe keine Ahnung, wann kam die... Warte, halt, das muss ich jetzt... Mein Smartphone ist gerade angeschlossen. Also, ich habe ja die Day One Edition von der Xbox, ne, damals gleich zum Release. War ja vorbestellt. Und so lange hatte ich jetzt halt auch dieses Headset. Der Controller ist schon seit ein paar Monaten... Hatte schon so einen Macken, dass ich jetzt einen anderen Controller habe. Aber... Das Headset hat eigentlich immer noch funktioniert und das hat jetzt den Geist aufgegeben. Zumindest das Mikro des Headsets. Das will nicht mehr so richtig. Das ist ein bisschen schade, gerade wenn man damit Freunden irgendwie zocken möchte und irgendwie sagt, hey, lass uns mal irgendwie ESO oder sowas spielen. Und dann da hängt, man hört sie alle, aber die können einen auch, also die können einen dann nicht hören. Aber dadurch habe ich was Lustiges rausgefunden, was ich gar nicht kannte. Das haben mir die Jungs mitgeteilt. Und zwar, wenn man Windows 10 hat, gibt es ja diese Xbox-App, die man ja auf dem Smartphone auch hat. Und dann kann man dort, weil das sieht genauso aus wie das Dashboard, kann man auch, wenn man sich da angemeldet hat, in die Party von den Freunden rein, die auf der Xbox gerade in einer Party sind. Dann kann man das ja halt darum einfach Headset am PC anschließen, wenn man eins hat. Oder wie ich dann halt Mikro ansonsten halt einfach anschließen, dann geht das. Ich habe ein Wildschwein gehört. Mal gucken. Willst du nicht irgendwo mein Pfeil liegen? Und das Wildschwein ist jetzt einfach hier ins Wasser abgehauen, oder was? Was für ein fieses Schwein, ne? Was ist denn da hinten? Das könnten ganz, ganz fiese Viecher sein. So, das Schweinchen sehe ich nicht wieder. Ist das jetzt ertrunken? Irgendwen habe ich jetzt gerade hier gehört. Da oben. Das hört sich ja gar nicht gut an. Das hört sich an, als ob da Leute von uns angegriffen werden. Von diesen Fleischfressern. Komm schon, du das. Ja. Yeah. Was ist er denn? Hier. Hier, nur das. Ah, verdammt. Zeilen. So lustig, einfach kurz ins Fleisch gebissen, schwupps, dann wieder geheilt. So, schnell hinrennen. Deckung. Mistviech, ey. Gift, oh. Okay. Na super. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich schnell ein Gegengift finde oder was? Klasse. Das macht mich jetzt nicht glücklich. Mit dem Pfeil, na gut, okay, da nicht. Hat jetzt den von uns auch noch erwischt oder was? Ja, anscheinend, ja. Naja, der mit der Kapuze war nicht mehr da. Doch, das ist der hier. Das heißt, es hat jetzt alle erwischt. Na toll. Wozu haben wir das dann gemacht? Krass, oder?
Hat's alle zerledert. Ja. Na ja, gut, das sind halt die Gefahren, ne? Naja. Schnell rauf. Die Geräusche sind aber auch krass. Also es ist noch heftiger als bei den anderen Far Cry Teilen, wo man schon wirklich die Dschungelgeräusche ziemlich gut eingefangen hatte. Sauber. Scheiße. Kann ich irgendwie an denen vorbei? Die sind da ja gerade lang marschiert. Boah, Mist, ey. Aber alleine gegen 3 Stück? Na ja, gut, ich trau mir das zu, aber... Also wenn es nicht sein muss, würde ich das gerne lassen. Aber da sieht es aus, als ob das sogar ein Lager von denen ist, hä? Scheiße. Warum bin ich auch hier lang gelatscht? Selber schuld, ey. Na ja, gut, hier oben können wir uns ein bisschen lang verstecken, können wir mal schauen. Genau, rufen wir mal kurz die Eule. Eule mit Beule, ne? Ja, ja, sollen wir mal gucken, was hier los ist. Verbündeter, okay. Da waren auch die ganzen Gegner eben gewesen. Wobei es da hinten, ne? Ah, das ist dieser eine Verbündete, der noch übrig geblieben ist. Hört man wieder irgendwen schreien? Schade, es nicht zu sehen, wo ich bin, ne? Oder dass es nicht zu sehen ist, wo ich bin. So rum. Das hört sich jetzt besser an. Sind die Gegner noch markiert? Naja, da ist er. Der kämpft alleine gegen die. Bist du bescheuert? Was für eine Macke, ey. So. Drum rumrennen. So. Da ist noch einer. Hier hat auch noch. Wo ist der nächste? Da oben anscheinend, hä? Das sind einige von denen. Zeilen. Ist ja krass, hätte ich ja nicht gedacht, dass es hier so viele sind. Die sind ziemlich nah an unserer Siedlung dran. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wie kann er sich alleine mit so vielen anlegen? Ist er bescheuert? Also wenn wir das machen. Aber nicht er. Er war doch noch nicht mal ein Elite-Killer. Hier, guck mal, ratzfatz haben sie platt gemacht. Also der hat nicht mal ansatzweise eine Chance gehabt. Also null Verständnis dafür. Wieder einer weniger, einfach nur so.
Weil er es wissen wollte, weil er für sich vielleicht beweisen wollte. Scheuert. So, aber da oben ist anscheinend irgendwas. Von da oben hat ja jemand geschossen auf uns. Wobei ich hätte jetzt gedacht, dass hier unten auch noch was ist. Egal, wir nehmen mal das mit. Was ich so finde. Okay. Da geht's auf jeden Fall hoch und da ist noch einer. Da unten. Haha, hab dich. Dann mach nochmal. Was erwartet man von denen? Einfache, primitive Typen. Aber was mich jetzt interessiert ist, wo es dahin geht. Oder war das da? Nee, da war das. Genau, ich bin ja neugierig, ne? Muss man ja sein. Wenn man was... Ah, Adlerschreispitze. Was ich nicht so alles finde, ich sag's euch, Leute. Wahnsinn. Ach, da oben, ja, ich seh's gerade, ne? Aber was mich so ein bisschen wundert, warum sind so viele von diesen Typen hier oben? Also, warum sind die halt immer an solchen Orten? Warum treiben die sich hier so massig rum bei uns? Achso, ich komme da nur mit so einem Haken weiter, ne? Mit so einem üseligen Haken, ich seh's gerade. Na gut, von der anderen Seite ging es vielleicht auch, aber... Ist ja jetzt nicht so der Burner, ne? Ups. Solange es hier keine Killerfische gibt, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Hallo? Hier kann man nirgendwo hoch, okay. Da hinten vielleicht? Oder hier? Ah ja, das sieht gut aus. Weil da kann ich ja wieder hoch. Das heißt, jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich da hochkomme. Sollte jetzt eigentlich nicht so das Thema sein, denke ich. Ah, eine Höhle. Was ist denn das? Tasche mit Tierhaut ist voll. Aha. Ist ja krass. Also irgendein Versteck hier mit Tierhaut. Interessant. Was man hier so alles findet. Mal gucken, vielleicht kommen wir von dieser Seite aus ein bisschen höher. Aber so wie das aussieht, auch nicht. Ah, nee, nee. Brauche ich wohl auch einen Kletterhaken. Naja, dann werden wir oben einfach weiterlatschen. Naja, Richtung... Richtung Ich habe nämlich jetzt fließend die Sprache drauf. So. Na komm schon, los. Warum man da nicht einfach sich kurz hochzieht und da drüber klettert, ne? Nee, da muss er sich dann voll anstellen, so nach dem Motto, nein, laut Spielmechanik ist da nicht so eine gelbe Ranke, deshalb kann ich mich daran nicht hochziehen und das klappt dann nicht. Egal wie klein der Absatz ist. Ja, doofe Spielmechanik. Jetzt gucken. Sehe ich irgendwas? Nein. Jetzt soll ich ja einen von diesen Wölfen platt machen. Ich habe so ein bisschen Bedenken, weil... Was ist das da oben? Ach, Ziegen. Denn Wölfe sind ja immer im Rudel unterwegs. Und das ist ja irgendwie ein Alpha-Wolf, ne? Da vorne scheint das schon zu sein. Ich müsste eigentlich hier irgendwo hoch. Na, Mist. Ja, hier, ne? Da ist eine Kante. Warum zieht er sich da nicht hoch? Nö, macht er nicht. Nein, ich darf das nicht. Ah, der ist schon down.
Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und wie soll ich den zähmen? Oh, die Eule. Okay. Sehr cool. Ach, da hinten ist was. Guck mal. Was hat er denn da? Tar. Udamwantar. Einige, ne? Ich weiß, was zu weit. Okay. Na, die sind weit genug weg, also. Ich soll da hinten irgendwie hin, ne? Solange die uns nicht in den Rücken fallen, geht das, glaube ich. Na, und da kauern wir. So sehen wir also aus. Aber ich werde mal der Leitwolf für Tier hier irgendwo sein. Und da soll ich jetzt diese Jäger platt machen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also will ich zumindest auch nicht. Na, ich werde den Wolf platt machen. Na gut, anscheinend soll ich wohl erst diese Typen platt machen. Ja, hier, ne? Hier ist so eine Ranke. Also kann ich mich hochziehen. Das ist aber scheuert, ey. Na, schleichen wir uns mal an. Und gucken, dass wir als erstes den Typen mit dem Blitzsymbol platt machen, weil der kommt nicht auf uns zugerannt. Yes. So. Keine Ahnung, wo die restlichen sind. Ach da. Hier und das. Genau. Dann soll ich... Ah, okay. Köder soll ich jetzt aus ihnen herstellen. Interessant. Warum sind Pfeile? Na, die kann ich gebrauchen. Es war irgendwie klar, dass sie auf den Berg rauf geht. Ich höre ihn schon. Wal Shanti. Da sind sie. Uncool. Ich werde die mal kurz markieren. Ich will mal sehen mit der Eule, wie viele das sind. Ich sehe jetzt nur den einen. Laogual. Ah, okay. Achso. Muss ich also mit RB den Kü... So. Stelle Köder mit Mord her. Wirf Köder mit RB aus
Achso. Aha. Achso, ich muss ihn dann auch markieren. Nähere dem Tier langsam, während es frisst, und halte X gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Okay. Hi, Guard, Damnash Markham. Okay, krass, ich muss nur kurz leise sein, ich war etwas gebannt. Geil. Hallo, neuer bester Freund. Puh, ich will so ein Tiger da haben. Das sieht aus wie so ein Panther, ne? So ein antiker Panther, und da ist recht so ein Löwesart. Wenn ihr ein bisschen verwundet wird, gehe an sie heran und halte X, um sie mit Fleisch zu heilen. Aha. Im Lösungsmodus können tote Bestien nicht wiederbelebt werden. Ja, das finde ich ganz cool. Es ist auch unsinnig, ne? Warum? Ja, streich ihn mal, komm. Ja. Feines Wauwau. Ich wollte einfach mal sein, Bro. Ein bisschen Gammelfleisch mitnehmen. Ah, Entschuldigung. Das ist echt schlimm. Also. So. So, was haben wir jetzt hier? Mhm. Beißfisch. So. Oh, was ist denn hier noch? Warum ist es jetzt dunkel? Okay. Was zur Hölle ist hier los? Toll. Wahrscheinlich sollen wir es jetzt gleich kennenlernen. Mit dem von wegen. Sehr gut gemacht. Ah. Mhm. Sehr gut. Wunderbärchen, würde ich sagen. Na, frisst gerade ein bisschen. Ja, mach mal. Wie geil ist das denn? Dann machen wir mal. Achso, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit. Was soll ich das hier? Rothunde, selten Rothunde, Wölfe, Weißwölfe, Streifenwölfe. Aha. Na, der Rest kommt dann alles noch. Ein Fähigkeitenpunkt. Während man läuft. Nur, das können wir auch mal machen. Ist nicht verkehrt. Wir werden dann mal schnell zum Dorf reisen. Und dann entsprechend. Mal gucken, wegen dem, sag schon hier, wegen dem Typen, dem Hoshi. Genau, ah, das ist schon. Das kennen wir ja schon. Um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Ja, genau. So. Aber wie errichte ich eine Hütte? Oh, hier ist was. Es wird wahrscheinlich angezeigt. Was ich da jetzt machen soll.
Mhm. So. Hi. Hi, Schnittchen. Yeah. Ja, wir müssen eine richtige Befestigungsanlage bauen. Bau dein Dorf. Aber ich würde hauptsächlich die Zäune erstmal verbessern. Okay. Hirschhaut fehlt. Warte mal. Müsste da nicht eigentlich da oben in dieser Kiste was drin sein? Ah! Dorfrohstoff für Tierhäute. Auf Lager 0. Das ist ja doof. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich Hirsche jagen. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber zu dem anderen Hoshi. Ja, Subraska. Irgendwas. Ugu. Da hinten brennt irgendwas. Habt ihr da jetzt auch Feuer gemacht, ihr Hoshis? Ihr könnt doch nicht überall hier Feuer machen. Das sieht man doch von überall aus. Gerade nachts. Und diese komischen Kannibalen, die haben gar keine Gnade mit irgendwem. Es ist vollkommen egal, wen die fressen. So. Was ist bei dir los? Deine Hütte, hä? Ja. Ich bin schon dabei. Oh, die kann ich schon... Ja, sehr gut. Können wir geile Sachen für die Tiere. Dann sprechen wir. Ja, jetzt hängen sie da alle und freuen sich. Alle schön klatschend um das Feuer im Kreis hüpfen und Drogen nehmen. Yeah. Und sich zudröhnen. Das hat man damals dann auch gemacht. Da freut sich der Schamane. Mhm. Gut, jetzt gibst du mir Sachen. Hallo. Hey, du da. Ja. Marpeti. La qual tu si da hata. Salwa, winja di balti daista. Mhm. Hm, toll. Das hat mich jetzt richtig weit gebracht. Gar nicht. Also er hat jetzt hier irgendwie auf seiner Seite, also auch was. Ich weiß gar nicht, kann man denn hier irgendwie hoch zu ihm? Ja, anscheinend kann man hier auch hochziehen. Er ist total lebensmüde, ja. Dass er dann praktisch hier dann auch noch alleine ist, außerhalb des Dorfes. Außerhalb der Mauer. Vielleicht will er allen einreden, er ist sicher, weil er ist hier der Big Kahuna-mäßige Typ, ja. So nach dem Motto, hey, ich hab voll die Drogen hier am Start und so. Ohne mich läuft hier gar nichts. Ich kenne die ganzen Kräuter, die lustig machen. Da fahren sogar die Kannibalen drauf ab. Ja. Schon ein bisschen weirdo. Also wir sehen, wir müssen doch schlafen. Das finde ich so geil. Also ich glaube, viel geht im Spiel verloren, wenn man nicht den Überlebensmodus macht. Also ich glaube, dann kommt dieses Steinzeit-Feeling gar nicht so richtig gut rüber. Na. Bin ich felsenfest von überzeugt. So, neuer Tag, neues Glück und dann müssen wir dementsprechend auch Hirschfell suchen. Aber das werden wir morgen machen, würde ich sagen. Da kümmern wir uns dann mal drum und gucken, was wir denn da alles so Schönes finden. Beziehungsweise entsprechend brauchen wir nur ein Hirschfell, dass wir halt ihre Hütte bauen können. Und vielleicht läuft er was, wer weiß. Das Schnittchen mag uns ja so ein bisschen. Mal gucken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zauger.